Da bin ich schon wieder. Heute mal ein schönes Thema, wie wir unsere PCI Express Mellanox Connect 3 Karten von 10G Ethernet auf 40G Ethernet einfach mittels Cross, wie heißt das, Cross-Flashing oder sonst was irgendwie umpoolen. Ihr habt schon gesehen in vorherigen Videos, der Homelab-Server hat diese Karte hier reingepoolt bekommen. Erstmal übersichtlich sieht man gar nicht viel. Doch trotzdem erst einmal, ich muss einmal machen und das macht man auch. Ein Dank geht hier an diesen Kollegen, der mich nochmal so richtig zurückgebracht hatte auf meinen Gedankengang. Wo kam ich eigentlich her? Ne, das zumindest auch. Das ist auch Cross-Video-Sharing, ach wie auch immer. Worum geht's? Die Karte hier kann standardgemäß, musste ich auch erstmal lernen, feststellen, auch für mich war das Neuland, so wie das Internet für uns Neuland ist, kann diese Karte standardgemäß, diese hier, deswegen kostet sie auch nur 82 Euro, 10 Gigabit als QSFP28 Slots, also die breiten, ne? Nicht die normalen SFP Slots, sondern die breiten großen QSFP28, QSFP Plus Ports halt. Zwei Port kann die halt eben 10G Ethernet, das kann man auch wunderbar umstellen, gar kein Problem. Das kann man auch wunderbar umstellen zwischen InfiniBand und 10G, funktioniert kein Problem. So, hier steht auch noch 40 Gigabit, aber das 40 Gigabit bezieht sich halt eben auf InfiniBand und nicht auf Ethernet. Was wir wollen ist Ethernet, InfiniBand, ja ich weiß nicht, InfiniBand-Switche extra kaufen und so, nee, alles nicht unser Thema, wir wollen TCP-IP Ethernet machen und das ist auch das Richtige. Doch warum rede ich überhaupt so viel und so lange mit euch? Weil bei dieser Karte hier kann man nämlich Folgendes erkennen und das musste auch ich, wie gesagt, lernen, so ist es halt. Und diese Karte handelt sich halt eben um eine Mellanox Tralala QCBT-Karte. Ja, jetzt fragt mich nicht, was die Scheiße heißt, keine Ahnung, ich habe nur Folgendes gelernt. Diese Karten sind wohl scheinbar hardwaretechnisch gleich mit, nennen wir es mal, Karten, die ein bisschen schneller sind und ein bisschen mehr können, sind die wohl scheinbar hardwaretechnisch gleich. Und wenn man nämlich jetzt mal so ein bisschen in der, auf der Nvidia Mellanox Firmware-Seite ein bisschen rumpoolt, sieht man auch, dass es diese ganzen anderen Firmware-Typen, ne, Entschuldigung, Kartentypen halt eben hier gibt. Und diese Typen, diese OPN, auch das weiß ich jetzt gerade nicht, was das heißt, spielt auch keine Rolle, geben halt eben vor, ja, was die Karte eben so ist. Und in meinem Falle, diese QCB-Karte besagt halt eben, wie stand es da? 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit InfiniBand. So. Jetzt gibt es eben genau diese Karte hier. Genau diese Karte. Ich zeige euch gleich natürlich alles Schritt für Schritt, wie es geht. Ne? Diese Karte gibt es auch nochmal als bla 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 MC tralala bla 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 minus F. Zumindest sagte dieser Kollege hier, F würde für Full stehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich plapper es jetzt mal nach. FCBT oder irgendwie sowas. Und da haben wir es FCBT. Und dann macht diese Karte. Das ist ja die 1:1 dieselbe Karte. Und das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich live sehen, macht diese Karte 40 Gigabit Ethernet und 56 Gigabit InfiniBand und nicht mehr 1040, sondern 4056. Ja, und das ist natürlich schon eine Hausnummer mehr und das Ganze natürlich als Dualport für 82 Tacken ist schon beachtlich. So, jetzt will ich euch natürlich, damit du, ihr, wir, sie, es das auch machen könnt, endlich, weil eine richtige Anleitung, ne, gab es nicht so wirklich und wenn, dann gab es sie auch nur für Windows und wir machen das Ganze natürlich auf Linux. So, jetzt fangen wir einmal hier von vorne an. Das hier ist der Proxmox-Server. Das ist wirklich ganz normal, der ganz normale Proxmox-Server, den ihr hier seht. So, da fangen wir jetzt erstmal bei Null an. Wie gesagt, Blogpost zu dem Thema kommt, denn es ist einfach ultra spannend, das muss die Welt wissen. Was braucht ihr als allererstes? Ihr braucht als allererstes die sogenannten Mellanox Firmware Tools. Das steht hier auch irgendwo, ne? Link pumpe ich euch irgendwo rein. Das sind auf jeden Fall die Nvidia MFT Tools, wie auch immer. Die braucht ihr. In unserem Falle Linux, Debian Based, x64 herunterladen. Hier ist der TAGZ. Gucken wir einmal rein. Damit fangt ihr nämlich ganz normal an, MFT, da ist der Ordner, MFT, da geht ihr rein und dann habt ihr da ein paar Daten drin. Und da macht ihr dann einfach den Install. Ich mache es jetzt nicht, weil ich hatte das Ganze schon. Hinweis, wenn ihr das Ganze installiert, na, wenn ich es jetzt nämlich nochmal installiere, macht ihr nämlich, glaube ich, einen Uninstall soweit. Ich weiß, deswegen lasse ich es gerade erstmal sein. Wird ihr euch nach sogenannten Linux-Headers fragen und irgendwelche DKMS-Tools? Ja, die müsst ihr installieren. Und wenn ihr unter Proxmox, ganz wichtig, wir sind ja unter Proxmox, diese Linux-Headers haben wollt, nicht aufgeben, keine Sorge, ihr installiert statt diese Linux-Headers einfach PVE-Headers, also apt install PVE-Headers.
So, damit habt ihr dann das und damit funktioniert dann auch von diesem MFT-Tool diese Installation und die läuft dann ganz normal durch. Das hat hier gedauert 30 Sekunden oder sowas und dann war das Ganze erledigt. Dann kann man nämlich gewisse Tools, also die Mellanox-Firmware-Tools, halt eben benutzen, um diese Karte sich auch ein bisschen anzuschauen und um diese Karte halt eben auch zu flashen und so weiter und so weiter. Und dafür gibt es ein paar Befehle. Wie gesagt, auch die wandern bei mir auf die Webseite, werdet ihr dort alles finden. So, dieses Tool müssen wir erst einmal starten. Dieses Tool müssen wir erst einmal, eigentlich können wir hier unten mit MST Status direkt schon mal den Status abfragen und da sehen wir dann halt eben auch die Karte. Und da sehen wir halt eben auch die Karte mit diesen zwei, wie soll ich sagen, Devices da drin. Ne? Einmal PCI Conf 0 und einmal PCI CR 0. So, und wenn wir jetzt hier unter Firmware Manager ein Query machen, kriegen wir jetzt auch schon von der Karte ein paar Informationen rausgepult. So wie hier, was ist es denn überhaupt? Eine ConnectX-3-Karte. Und jetzt guckt mal hier, ich habe auch extra für euch alles umgedreht, damit ihr das auch live seht. MCX53 irgendwas QCB. Ich sage es nochmal, QCB. Ich musste das erstmal kapieren, dass man das einfach umflashen kann, so easy peasy. Ah, egal. Das ist also die Part Number, QCB. Also Arsch langsam. Q steht wahrscheinlich für Q und Q ist langsam. Q schreibt man doch mit Q, oder? Wie auch immer. Auf jeden Fall QDR InfiniBand 40G und da steht komischerweise 10 Gigabit Ethernet über PCI Express. Ja, ist ziemlich langsam, ne? Ich glaube, das wollen wir gar nicht. Das wollen wir nicht so wirklich haben. Das heißt, wir können jetzt diese Karte hier so einfach so ein bisschen umflashen auf die andere Firmware. Lass uns erstmal schauen. Ich kann nämlich auch nochmal hier reinschauen mit MLX-Config. Das macht ihr jetzt auch einfach hier fupp, unsere. Entschuldigung, unsere schöne Software, die wir gerade installiert haben, können wir nämlich uns halt auch anschauen lassen, wie ist die ganze Kiste konfiguriert. Bei mir war standardgemäß hier in Linktype P1 stand bei mir nämlich drin IB, also Version, nicht Version, sondern Typ 1. 2 ist Ethernet, 1 ist InfiniBand und bei Linktype Port 2 genau dasselbe. Da stand auch IB, ich glaube IB steht da, nicht IF, ja IB für InfiniBand und dann funktioniert die Karte halt standardgemäß auf InfiniBand. Das muss man nämlich umdrehen. Um das umzudrehen, auch hier, der Befehl steht hier, auch auf der Webseite könnt ihr euch da ganz normal wegkopieren. So. Wichtigstes Tool, um einfach mal zu beweisen, dass wir da momentan stehen, wo wir stehen, ist sozusagen das ETH-Tool. Und da holen wir uns einfach mal, das können wir uns ja reinziehen hier, ETH-Tool. So, einfach mal, wie heißt die Kiste? ENP16S0 rufen wir auf und da sehen wir jetzt nämlich das, was die Karte nämlich kann. Und da seht ihr Supported Link Modes, 10 Base KX4, 1000 Base X, 10.000 Base CR, 10.000 Base SR und so weiter und so weiter. Und an diesem Punkt, da wo ich da angekommen war, habe ich hier gesessen, warte mal. Dann kann die ja gar nicht 40. Und dann hat es irgendwo Klick gemacht, aber da war doch was, ich erinnere mich nicht mehr und keine Ahnung was. Richtig. Und da kommen wir jetzt hin, dass wir nämlich einfach diese Firmware, die wir hier haben, und die kann man sich natürlich auch ganz einfach auf der Nvidia-Seite nämlich herunterladen. Das hatte ich euch eben schon gezeigt. Hier ConnectX3. Ab ConnectX 4, 5, 6, 7 wird sowieso viel zu teuer. Kann man sich nämlich hier einfach ganz normal runterladen und da haben wir nämlich QCB, die wollen wir nicht, von der wollen wir ja weg, sondern wir wollen nach FCBT und das ist dann diese hier und die könnt ihr euch dann ganz einfach herunterladen. Unten seht ihr ganz klein, steht auch BinZip und das ist dann quasi dieselbe Karte, nur halt eben mit FCB. So, und die habe ich natürlich beide hier jetzt in meinem Wurzelverzeichnis drin liegen. Da seht ihr QCB und FCB. Entschuldigung, ich markiere es euch. Da haben wir es, QCB und FCB. Aktuell haben wir ja eben gesehen, ich scroll mal ein Stückchen hoch, läuft hier einfach QCB. So, und jetzt kann ich halt eben die ganze Scheiße einfach drüber flashen. In meinem Falle musste ich leider Gottes ein bisschen was anderes machen. Da musste ich nochmal einen Step weiter googeln. In allen möglichen Anleitungen steht hier drin, man kann das auch irgendwie mit MLX Flint oder so. Das gab es bei mir aber nicht. Sondern man macht das halt eben mit Flint. Und in vielen dieser Anleitungen steht nämlich bei minus D, mein Gott, wieso markiert er das denn jetzt hier alles? Bei minus D stand nämlich drin, ich solle doch bitte das Device auswählen. Fragt mich nicht, wieso. Bei mir hier auf Proxmox geht das nicht. Ich muss bei mir hier auf jeden Fall das Device, wo das im PCI-Slot drin steckt. Also LSPCI seht ihr ja hier. Haben wir hier Family Connect X3 Mellanox ist 10 0000 irgendwas. Sonst ging das bei mir nicht. So,
Also, jetzt nochmal ganz von vorne und ganz langsam. Wir flashen jetzt die neue Firmware. Dafür brauchen wir Flint. Dafür nehmen wir auch einfach unser Device, in meinem Falle hier das 10er Device und fügen das hinzu. So, dann wollen wir minus i und das ist die Firmware, die wir drauf flashen wollen. Das ist hier oben diese schöne FCB-Firmware. Und ja, jetzt kommt es. Brauchen wir nämlich noch dieses, ich kopiere es mir einfach weg, ich bin ja ein faules Schwein. Hier oben dieses Allow bla bla bla, Allow PSID Change Burn. Denn diese PSID, die ändert sich jetzt. Und wenn ich das nicht mache, wir können es ja gerne machen. Ich drücke jetzt einfach mal ohne das Ganze einfach mal ein Burn rein. Da ist noch ein N zu viel, drück mal Enter. Sagen wir mal Yes. Und da sagt er jetzt schon, ihr seht es wieder nicht, PSID, Mismatch geht nicht, die unterscheiden sich, und wo ich das Ding hier ausgeliefert bekommen habe, stand bei mir hier auch irgendwas ganz komisches, ILS, keine Ahnung, was weiß ich, was PSID Number oder was weiß ich denn, The Magic verbirgt sich halt eben wirklich dann ganz normal hier hinten in dem Allow PSID Change Burn. Da drin ist halt eben so ein bisschen die Magic, dass wir die Karte einfach drüber prügeln oder die Firmware einfach drüber prügeln, drüber brennen. Und die Karte halt eben dann nachher sagt, ja, ja, ist ja gut, ich mach's ja, obwohl ich halt eben eigentlich eine andere Karte bin. Aber auch da wusste ich nicht, dass die Hardware halt eben dieselbe ist. No way, no chance. Noch passiert hier gar nichts, wir brauchen natürlich einen Reboot. Wir können gerne reingucken hier in ETH-Tool. Da steht jetzt immer noch 1000, 1000, 10.000, 10.000, 10.000. Also, was machen wir? Wir machen ein Reboot. Ich entspanne mich mal eine Minute mit der Reederei und dann sehen wir uns wieder. Magic, Magic, I hope it happens oder irgendwie sowas. Kiste ist wieder hochgefahren, ich habe selber noch nicht geguckt. Wir können ja versuchen, ne? ETH und... Oh. Was sehen wir? Wir sehen genau das, was wir eben angekündigt haben, ne? Wir haben jetzt hier die 40 Gigabit Base und halt eben auch die 56 Base CR4. Warum das jetzt hier unter CR4 steht, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, so sind ja die Erklärungen jetzt und so kann man es auch sehen. Man kann immer noch 10G fahren, man kann jetzt aber halt eben auch 40G fahren, ne? Und das ist halt jetzt das, was wir so einfach ein bisschen umgebogen haben. Jetzt lasst uns doch nochmal gucken. Wir wollen das Ganze natürlich jetzt auch vervollständigt haben. Ich kenne die Befehle alle nicht auswendig. Ich muss mir dazwischendurch auch hier wegkopieren. Wir gucken dann nämlich jetzt nochmal rein. Wenn wir jetzt einfach nochmal in diese Firmware-Gedönse hier reinschauen, was er uns nämlich jetzt sagt. Und da ist the magic happened, wie ich gerade sagte. Ne? Da steht nämlich jetzt MCX tralala FCB und nicht mehr Q irgendwas. Lass uns mal hochscrollen. Habe ich es noch auf oder hat das weggescrollt? Da haben wir es. QCBAX. Ich scroll wieder runter. FCBA2 tralalalalala. Und dann steht hier auch InfiniBand 56 und 40 Gigabit Ethernet. Und damit passiert halt eben dann the magic, dass ich ganz normal im ETH-Tool, mein Gott, ich habe dicke Finger, einfach jetzt endlich auch 40 Gigabit fahren kann und das natürlich dann auch auf meinen MikroTik-Switch, der ja jetzt ganz normal einfach auf dem QSFP plus 1 ist noch nicht konfiguriert, einfach jetzt 40 Gigabit fahren kann, zweimal 40 Gigabit fahren kann und das Ganze für, wie war das, lausige, um das mal einfach zu sagen, lausige 82,90 Euro zuzüglich Versandkosten. Und ich glaube, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Gut, nochmal vielen herzlichen Dank an den Kollegen hier im Nachbarkanal, dass der mir nochmal auf die Sprünge geholfen hat oder uns oder wie auch immer. Spielt auch einfach alles keine Rolle. Ich versuche diese Anleitung bei mir auf dem Blogpost zu posten, denn sowas muss die Menschheit einfach wissen. Also legt los und kauft euch diese Karte, weil es einfach cool. Ihr braucht natürlich einen Switch dabei, ne? Das ist ja wohl logisch. MikroTik hier, MikroTik CRS326, 24SQ, 2SQ, wie auch immer, hier unten eingeblendet, ne? Wie auch immer. Ja, macht's gut, schönen Tag noch, wir sehen uns bis dahin, haut rein, ciao.